Hallo, zurück im Stream. Tipps 2. Umgang mit Narzissten. Jetzt wird es gleich wenigstens ein bisschen lustig. Das war jetzt irgendwie schon ein bisschen ernst, ne? Ein bisschen zäh. Aber jetzt wollen wir uns ein bisschen amüsieren. Ja. Ich nenne zeitlebens meine Haustiere stinkende Maden. Und zweimal dann, wenn sie wieder mal ins Pfötchen lachen, weil sie mich ausgetrickst oder sogar hintergangen haben. Die denken ja mit, ne? So ist das ja nicht. Also ich habe mit Katzen gelebt, mit Hunden, mit Pferden, mit, mein Gott, mit allem eigentlich, was nagt. Ja, alles Maden. Ja, in jedem, ich sag mal, in jeder Katze steckt eine fette Made. Aber in einigen Hunden steckt auch eine Made. Ja, und ich rufe dann immer ärgerlich so, ey, du, hier stinkt's. Nach Made. Kommt aus deiner Richtung, der Fall ist klar. Die wissen dann schon, ja. Also mein kleiner Mops, ne, der habt ihr schon kennengelernt, den Calimero, wenn ich sage, ey, Made. Das ist so süß. Und wenn ich irgendwie rufe, weil ich irgendwas entdeckt habe, aha, wo steckt das ganze Gewürm mal wieder? Ziehen die fix ihre Unsichtbarkeitsnummer ab. Der Verschwindetrick, ihr wisst schon. Also ich kenne mich mit Maden wirklich bestens aus. Ja, schlechte Neuigkeit. In jedem Narzissten steckt leider auch immer eine stinkende Made. Das muss man einfach wissen. Die haben ja nichts Eigenes und die sind total auf uns fokussiert. Ja, weil sie unsere Energie abzapfen wollen. Also ersinnen sie teilweise perfide, teilweise nicht ganz so perfide und teilweise wirklich auch ganz lächerliche Madennummern. Das machen die den ganzen Tag. Ja? Nur um Energie und Aufmerksamkeit zu kriegen. Die Show ist dabei teilweise oft erschreckend dünn. Ich hörte zum Beispiel von einer Made, die hatte das Talent, immer sofort zu verschwinden, wenn beide irgendwo waren. Sie musste ihn jedes Mal aufwendig suchen gehen. Wirklich jedes Mal. Er tat aber ganz unschuldig und unaufgeregt und ach, er hat doch gesagt, er ginge da und dahin und es war doch klar, dass er jetzt hier oder da ist und er wäre ja auch gleich wiedergekommen oder dies oder das. Kurz, sie zahlte jedes Mal drauf, weil sie musste ihn jedes Mal suchen gehen. Der kam nicht von allein zurück. Und eines Tages im Baumarkt zog er wieder seinen Verschwindetrick durch. Ja, weg. Und sie war total genervt. Und sie kann das nicht genau sagen, warum. Sie hatte den Eindruck, sie sollte vom Hauptgang weggehen und in einen Seitengang gehen. Das machte sie auch und fand sich in einem der hinteren Gänge wieder. Und wisst ihr, was sie da plötzlich schräg vor sich sah? Die stinkende Made. Ja, der hatte sich hinterm Regal verschanzt und linste so in den Hauptgang, in die Richtung, in der er sie vermutete. Und sie pirschte sich von hinten ran und donnerte, bist du nicht ganz dicht oder was, dich hier zu verstecken? Und die Made so verlor schlagartig die Farbe aus dem Gesicht. Fuck, erwischt. Die war völlig fertig. Diese, wie ist denn das möglich? Ist ein erwachsener Mann. Ja. Erwachsene Made. Aber stinkt. Ja. Solche Geschichten kennen wir alle. Alle. Immer dünn orchestriert, aber extrem lange haltbar. Weil das Vertrauenspersonen sind. Weil wir als Normalbegabte nicht auf die Idee kommen, dass eine stinkende Made uns nach Art eines Vierjährigen so dermaßen ficken könnte. Was soll das bringen? Da kommen wir nicht drauf. Das fliegt so lange unter dem Radar, weil es so irre ist. Und warum hält sich das so lange? Darum braucht man sich nicht in den Hintern treten. Das ist Physik. Da kommst du nicht drauf. Ja. Und ich muss leider sagen, diese nervige Verschwindenummer, die kennen wir alle. Die kennen wir alle, die sich eine stinkende Made aufgegabelt haben. Ja. Manchmal ist die Nummer wirklich stinkend, so mit sich verstecken. Oder mit gar nicht kommen, zu spät kommen oder abhauen oder, ja.
Manchmal ist die Nummer einfach nur madig, weil er den Kontakt gecrashed hat. Oft, vielleicht sind wir auch mal nett, gar nicht mal so tausendprozentig absichtlich, sondern einfach, weil er einfach was Besseres hat und sich dann einfach weggeschaltet hat. Ne? Oh, ein Eichhörnchen. Dann ist der ja weg. Ne? Der ist ja dann gecrashed. Das war ja absichtlich. Oft gar nicht absichtlich. Manchmal schon, manchmal nicht. Ja. Da kann er sich auch nichts Näheres erinnern. Der ist einfach weg. So. Wie immer, die Nummer kostet alleinig unsere Energie. Jedes Mal aufs Neue. Wenn man einer Made zum Beispiel was leiht, ist ja irgendwie ständig der Fall, ne? Der ist ja nur äußerst selten komplett equipped, nie richtig ausgerüstet, hat immer die Hälfte vergessen oder verlegt, vercheckt, vergurkt, verkackt, verpeilt, verliehen, verschrottet oder nicht nachgedacht. Ah, die muss man ja irgendwie immer auf die Blüte heben, organisatorisch, ne? Dann ist man eigentlich nur noch dabei, hinter seinem Zeug herzulaufen. Weg ist weg. Das bringt der nicht freiwillig wieder. Das hat der schon lange vom Schirm. Ja? Und er hat das auch nicht mit, wenn man vorher noch drüber gesprochen hat. Das ist einfach nicht interessant. Das ist nicht ihr Ding. Das ist durch. Das hat er benutzt. Das ist weg. Das ist nicht mehr wichtig. Ja? Dazu gehört auch dieses ständig alles vergessen, verramschen, verräumen. Du läufst ständig hinter so einer Made her und du ballerst deine Energie da rein, um den zu organisieren. Wegen nix. Wegen nix. So, und wenn so eine Made dann noch gaslightet, ist der Madengestank ja, übermächtig. Ja, aber einige machen das auch ganz subtil, indem sie einfach Fallen aufstellen. Kennt ihr das? Das Fallenstellen? Mir erzählte jemand von seiner 88-jährigen Mutter, die er zu sich genommen hatte, ja, und die sich die Zeit nicht damit vertrieb, dankbar dafür zu sein, sondern possierliche Spielchen machte. Hat sie zum Beispiel die Schraubverschlüsse von den Ölflaschen aufgedreht, den Deckel wieder raufgesetzt. Was für eine stinkende Made, oder? Die Inhaberin dieser Flaschen wusste genau, dass sie diese im Umzug nicht mehr angefasst hatte. Die konnte nicht offen sein. Ja, das ging gar nicht. Es sei denn, jemand hatte das absichtlich gemacht. Und so viele Leute waren dann da nicht, ne? Sie lächelte milde entnervt und drehte die Flaschen schweigend wieder zu. Eine andere pflegebedürftige Muttermade empfing ihre Tochter mit den Einkäufen nicht mit: Ach, schön, dass du da bist, ich habe so Lust auf Knäckebrot. Nein, wisst ihr, was die rief? Mein Gott, Uschi, bist du fett! Und Uschi stellte resigniert die von ihr bezahlten, rangeschafften Einkäufe auf den Tisch und begann sie schweigend einzuräumen. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das machen wir nicht mehr. Das darf man nicht machen. Maden pokern nie mit echtem Geld. Die haben keins, die haben nichts. Die pokern nur mit eurem Geld. Entweder kriegen sie, was sie wollen. Euren Schock, euren Ärger, euren Kummer, eure Klärungsenergie, eure Wut oder irgendeine Reaktion auf sich, auf diesen Fadenspruch. Ja, dann kriegen sie Aufmerksamkeit, dann kriegen sie Reflexion, dann kriegen sie Energie. Ne? Und im schlechtesten Fall kriegen sie eben einfach gar nichts. Ist der Trick halt einfach verpufft, ja, weil das Madentheater halt einfach von euch versucht wurde, erwachsen zu handhaben und ihr versucht, das zu ignorieren. Das heißt, die gewinnen immer. Immer. Die haben nie einen Schaden aus ihrem Verhalten. Stinkende Maden können nur gewinnen. Und das liegt auch an uns. Ja? Ich weiß, dass es nahe daran, dass uns daran liegt, diesen Dreck zu ignorieren. Ja? Man ist genervt, erschreckt und überfordert von so viel mutwilliger, spontaner Bösartigkeit. Das ist sinnlos. Das checken wir nicht. Das wollen wir nicht. Und damit rechnen stinkende Maden, dass wir das übergehen oder eben drauf reinfallen. Ja? Und das empfiehlt sich einfach nicht. Das sollte man nicht machen. Verlasst euch in diesem Punkt lieber mal auf eure Charakterfehler. Und wenn ihr keine habt, dann ihr seid alt genug, ihr könnt euch welche zulegen. Also was ich euch empfehle, Rachsucht ist eine gute Sache oder Schadenfreude. Damit kann man schon auch mal einen Blumenpott gewinnen. Eure Maden machen ja nur Spaß, habt ihr keinen Humor? Darum solltet ihr euch mal dringend was zu lachen suchen. Bisschen Humor zeigen, amüsiert euch doch auch mal ein bisschen. Das nächste Mal dreht ihr die Flasche nicht schweigend zu und stellt sie weg.
Nein, wisst ihr, was ihr das nächste Mal macht? Ihr geht mit der Flasche zur Made und sagt: Guck mal, die habe ich auch noch, das wusste ich gar nicht. Die habe ich seit dem Umzug gar nicht mehr angefasst. Schau mal, die ist noch gut. Blub. Ach, das ist ja ein Ding, wieso ist denn die offen? Kann doch gar nicht sein. Ja, das ist jetzt ja blöd gelaufen. Ach Gott, ja. Versteht ihr die Dynamik? Amüsiert euch. Amüsiert. Habt ihr das aufgedreht? War das eure Idee? Und der Spruch, dass ihr fett seid, darauf sagt ihr, das ist richtig. Ich bin Teilnehmer an der Weltmeisterschaft mit der Fetten des Landes. Darum brauche ich diese Kalorien übrigens auch viel dringender als du. Ciao! Und dann nehmt ihr die Tüte mit nach Hause. Wichtig, die wird nicht stehen gelassen und dann abends wieder zurückgeschleppt. Die ist weg. Die spielt nicht mehr mit. Die steht nicht mehr zur Debatte. Nie mehr. Die ist verkackt. Die gehört euch. Und wenn ihr das verdammte Scheißkneckebrot den Enten verfüttert. Die Nazin kriegt das nicht. Ich kontrolliere das. Das heißt, diese stinkenden Maden müssen nun leider feststellen, dass ihr in der gleichen Liga mitspielt. Und dass auch euch jedes Mittel recht ist, um sie zu treffen. Also werden sie auf die harte Tour lernen, sich besser nicht mit euch anzulegen. So what? Merkt euch das. Eine stinkende Made darf nicht gewinnen. Nie. Die baut sich eine Treppe aus Siegen und steigt darauf ungehindert immer höher und höher und höher, nur um die Scheiße noch zielsicherer auf euch fallen zu lassen. Das müsst ihr unterbinden. Ihr habt es in der Hand. Solange wir Opfer sind, kriegen wir überhaupt nichts gerissen. Wir müssen Täter sein. Täter. Denkt immer dran, Nazis sind soziale Raubtiere. Die haben keine Gefühle, die haben keine Empathie, die haben kein Mitgefühl. Die agieren auch wie Tiere, in genauso einem eingeschränkten, engen, emotionalen Fokus. Bei denen gibt es auch keine Zufälle und kein ausnahmsweise dumm gelaufen. Tiere handeln immer zielbewusst im Hinblick auf einen Energiegewinn. Immer. Wenn euer Rüde sich als erster aus der Eingangstür drängelt, weiß der ganz genau, dass das Verhalten in der Wolfshöhle nicht gut ausgegangen wäre, was ihm da geblüht hätte. Da wäre Polen offen. Tiere dulden Übergriffe in die Rangordnung und ihre Wir überhaupt nicht. Und die machen auch keine Ausnahme. Das wird sofort geahndet. Das würde der im Wolfsrudel auch nicht bringen. Der kennt ja seinen Platz. Der kennt ja die Regeln. Das macht er, weil er euch nicht ernst nimmt, weil die Rangordnung nicht geklärt ist oder weil er euch einfach ein bisschen ficken will und weil Rüden einfach Bock drauf haben, einfach mal zu gucken, ob sie nicht ein Treppchen höher kommen. Dann, wenn man sie zurückruft, wissen sie sofort Bescheid und sie sind sehr gute Verlierer und fühlen sich eigentlich auch gut damit. Wenn du den Hund zurückholst und sagst, sagt er, genau, so ist das. Erst der Chef, dann ich. Ja, genau. So ist das. Naja. Shit happens. Nazen sind nicht so gute Verlierer. Man muss sich auf den Rückschlag, auf die Rache gefasst machen. Also Achtung, ne? Wenn ihr zurückgeschlagen habt, passt auf, da kommt eine Kette in Gang. Ne? Das kann er ja auf sich so nicht sitzen lassen. Dafür müsst ihr bestraft werden. Also der Frieden ist Vergangenheit, aber vielleicht kriegt ihr was zu lachen. Und vielleicht fühlt ihr euch auch besser. Also ich sage mal ja, das tue ich. Wenn ihr also versehentlich und ohne es zu ahnen, schwungvoll einen halben Liter Öl in den Salat kippt, kickt das den Nazen. Und es geht ihm gut. Pervers, ne? Pervers, aber nicht zu ändern. Verabschiedet euch von jeglichen dummen Zufällen und von jeglichen dumm gelaufen. Das böse Treiben wird nicht mehr zugedeckt und nicht abgeschwächt. Es gibt keine Zufälle, wo Nazen anwesend sind. Es gibt nur viele böse Absichten und die richten sich alle gegen euch. Habt Spaß. Girls just wanna have fun. Yes, girls wanna have fun. Und schreibt mir davon, was ihr gemacht habt. Ich will alles wissen.
Jo, nur muss ich kurz, müssen wir ein bisschen ernst werden. Wir sind ja erwachsen. Und zwar geht es um Hilfe im Notfall. Dieser Beitrag entstand auf Bitte einer Kripo-Beamtin, die im Betrugsdezernat mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet und sich privat mit den Folgen von Narzissmus beschäftigt und narzisstisch geplagte Opfer auch privat in Form von Selbsthilfe begleitet. Ja? Und die rät euch innig, wann immer ein Nazi ausrastet und euch körperlich zu Leibe tritt, müsst ihr sofort handeln, sofort. Ihr müsst zusehen, dass das Scheißteil aus der Wohnung kommt, wie auch immer. Und ihr müsst Anzeige gegen den erstatten. Wegen Körperverletzung, Bedrohung, Stalking, Nötigung oder was halt gerade so angefallen ist. So, und hier trifft man auf ein Problem, mit dem man nicht rechnet. Viele Polizisten, und das gilt für überfüllte Großstädte genauso wie für ländliche Gegenden, haben insbesondere Samstagabend keinen Bock drauf, eine Anzeige aufzunehmen und eine Ermittlung einzufädeln. Ja, die versuchen euch abzuwimmeln. Die versuchen euch als Hypochonder darzustellen oder übertrieben oder missverstanden ist oder klär das mal oder geht jetzt gerade nicht oder ne, Farbband an der Schreibmaschine leer, also die übliche Ausredenkultur, ja. Und die versuchen euch wieder wegzuschicken. Ihr sollt sie eben anrufen, wenn das wieder macht. Und dann kommen die. Echt jetzt? Das dürft ihr nicht hinnehmen. Das Gesetz sagt, grundsätzlich ist die Polizei zur Strafverfolgung verpflichtet, sobald sie von einer Straftat auch nur Kenntnis erhält. Und das tut sie gerade. Sie hat grundsätzlich jede Anzeige aufzunehmen, zu bearbeiten oder sogar an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Wenn ein Straftatbestand vorliegt, ist die Polizei verpflichtet, den Sachverhalt aufzunehmen, sobald auch nur ein hinreichender Anfangsverdacht für eine Straftat besteht. Die Polizei hat immer sofort ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Tut sie das nicht, macht sie sich der Straf Vereitelung im Amt strafbar. Das heißt, der Prozess fasst dann ihn. So, dieser kleine Hinweis kann manchmal genügen, dass er gerade Strafvereitelung im Amt begeht und dass ihr das verfolgen werdet. Das könnte schon genügen. Sollte das nicht sein, ruft ihr bitte die Kriminalpolizei an, um diesen Fall zu schildern und um Hilfe zu bitten. Die schalten sich dort dann ein. Ich kontrolliere das. Solltet ihr geschlagen worden sein, reicht es nicht, diese Läsionen mit Handy zu fotografieren. Ihr müsst das wasserdicht machen und in die nächste rechtsmedizinische Klinik der nächsten größeren Stadt fahren. Dort sucht ihr einen sogenannten Forensiker, das ist ein Rechtsmediziner im Range eines Gutachters letztendlich, und der wird ein fachmännisches Gutachten über eure Verletzungen erstellen. So ein Gutachten ist sowohl von der Polizei als auch vor Gericht nicht leicht anfechtbar. Eigentlich gar nicht. Geht auf keinen Fall zum Hausarzt. Das ist kein Gutachter. Er hat das nicht gelernt. Der weiß gar nicht, worauf man achten muss. Der Forensiker kann eine Schlagverletzung durch einen Stuhl, durch eine Schlagverletzung durch eine Hand unterscheiden. Und das wird er auch in sein Gutachten hineinschreiben. In der Klinik findet ihr Ansprache, werdet ihr möglicherweise auch psychologisch aufgefangen. Zumindest ist dort immer ein Kontakttelefon für Opfer von Gewalttaten. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter, wenn gewalttätige Übergriffe euch passieren. Ja? Der hat sich nicht im Griff. Und noch viel weniger, wenn ihm keine Sanktionen blühen. Diesmal haut er euch ein Auge blau. Das nächste Mal seid ihr vielleicht schon tot. Versteht ihr? Handeln. Handeln und sich wehren. Und das stellt den dann auch endlich ruhig. Weil, wenn Gefahr im Verzug ist, wird ein Näherungsverbot ausgesprochen. Und das geht relativ schnell. In Deutschland dauert nicht immer alles so lange. Ja? Ja.
Noch ein doofes Thema, Rückfallprophylaxe. Ja, Tipps im Umgang mit Narzissten. Solange ihr immer noch glaubt, dass er euch was geben kann, hängt ihr an seinem Haken. Er kann euch nichts geben. Er hat nichts. Alles, was er hatte, hat er von euch. Und jetzt ist das weg. Gefressen, verdaut, verloren. Das müsst ihr einfach akzeptieren. Ja, die ganze Kiste lief alleinig mit eurer Energie und er hat nur reagiert. Krank, klar, aber reagiert. Er alleine hätte diese Chose nie bis an diesen Punkt gebracht. Selbst sein Love- oder Remorse-Bombing ist nur eine Reaktion auf euren Rücktritt gewesen. Er reagiert nur auf eure Vorlagen. Und wenn ihr nichts mehr macht, kann er nicht mehr reagieren, dann stirbt er. Viele von euch wollen antworten. Ich verstehe das. Ich verstehe das so gut. Aber es gibt keine Antworten. Nicht da. Der weiß nicht, dass er irre ist. Und der weiß auch nicht, dass er irre handelt. Der weiß weder, was er tut, noch wie das ankommt, noch warum er das tut. Der handelt tagtäglich von der Hand in den Mund, völlig rücksichtslos, völlig empathielos, völlig gefühllos und zieht sich eben seine narzisstische Zufuhr daraus ab und tobt sich aus. Punkt, aus, fertig. Er weiß es nicht mehr, als dass es eben so war und dass es dann wohl eben auch so sein musste, wahrscheinlich wegen euch. Klar, ihr bekommt keine Antworten von einem Narzissten. Der ist irre, der ist krank, er weiß das nicht und er handelt auch nicht mit Plan. Der handelt nicht bewusst und auch nicht mit vorher festgelegter Absicht, auch wenn das so aussieht und als wenn viele von euch das glauben. Der ist ein Zombie, der taumelt durch die Beziehung, wie eine Motte nachts durchs Lampengeschäft taumelt. Die hat auch keinen Plan. Oh, lecker Licht. So ist der auch. Lecker Licht. Dazu muss ich euch mal was erzählen. Ich lasse jetzt einen raus. Ich hatte mal einen verdeckten Narzissten. Der war sehr intellektuell und nur extrem untergründig aggressiv, weil eben alles irgendwie immer nur komischerweise zufällig auf blöd irgendwie dann gegen mich lief, ja. Und dann war wieder dies und er dachte, es wäre aber das wäre dann jenes und dann passierte dies und er hat aber ja nicht gewusst, dass das und ja, und auf der Strecke mit meiner Liebe blieb dann halt immer ich. Das war ein einziges unausgesetztes, emotionales Gewurstel und draufzahlend tat immer nur ich. Ihn störte das scheinbar irgendwie überhaupt nicht, dass da irgendwie nie was zustande kam. Oh, es tat mir immer alles so leid, ja. Und ich stand da mit meiner Liebe und kriegte nichts gerissen. Und weil er ja so schlau war und weil er ja auch immer alles so wahnsinnig klug daherredete und auch immer alles so unheimlich brav einsah, dachte ich wirklich, über lange Zeit, da käme dann mal bald irgendwann eine brauchbare Antwort. Ich meine, ich hatte ja nur genug reingesteckt, dass die endlich mal kommen konnte, ne? In der Antwort, die mich irgendwie mal weiterbrachte, die das irgendwie alles erklärte, was da passierte, die mich frei machte. Aber die kam nicht. Die kam nicht. Das war gar kein offensichtlicher Narzisst und auch gar kein gewaltvoller Narzisst. Das war einfach ein Arschloch-Narzisst. Ich brauchte diese Antwort so dolle, weil ich mich so schwer investiert hatte und weil ich nicht bemerkte, dass er mich immer noch weiter verarschte. Vielleicht gar nicht mal so absichtlich, aber irgendwie auch doch. Denn er wusste ja, dass er weder die Wahrheit noch irgendwas Zielführendes sagte. Und er wusste auch, dass er mich nicht frei machte, sondern dass er irgendwie versuchte, seinen Arsch zu retten. Das wusste der. Das wusste der die ganze Zeit, dass der mich am langen Arm verhungern ließ und dass ich diese Antwort, die ich brauchte, einfach nicht bekam. Das wusste der. Aber da, mit Jahren Rückblick habe ich das erst geschnallt. Der hatte seine Frau, zwei kleine Kinder, eins trug noch Windeln, Weihnachten wegen mir und Münster verlassen, Familien GmbH, Auto, Kamin, Freunde, alles verlassen, hat einen Antrag gegen mich rausgehauen und wir waren emotional total ineinander verknurpselt und wir konnten schon wirklich in Abwesenheit des anderen die Gedanken und Gefühle lesen. Das war ein Wahnsinn. Ich hatte meine ehemals große Liebe wegen ihm verlassen, während der ich eigentlich nach München gekommen war. Okay, große Liebe mit auch großen Schönheitsfehlern, aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Lassen wir das jetzt hier. Ja, wir waren irgendwie kosmisch eins. Er sagte das und ich lebte das. Und das war schlecht.
Denn er war leider überraschenderweise nach nur 4 Monaten voller schockierender, psychischer, emotionaler Tiraden und Aussetzer in München völlig abgekackt und dann eben wieder ausgezogen. Ich packte das damals einfach nicht. Ich wollte nur noch sterben. Wir waren eins und der zog aus. Es ergab doch nichts mehr einen Sinn. Der war wegen mir hierher gekommen, hatte seine Familie verlassen, seine Kinder verlassen, seine Familiengeber verlassen, sein Auto verlassen, sein Haus verlassen, seine Freunde verlassen, seinen Wohnort verlassen. Wegen mir. Der wollte mich heiraten und jetzt zog der aus. Ich dachte ernsthaft, der hätte eine gespaltene Persönlichkeit. Wirklich, wirklich wahr. Kennengelernt hatte ich den beruflich als fantasielos und eher trocken. Martin eben, ne? EDV-Entwickler, Martin. Und verliebt in mich hatte sich plötzlich Q aus dem Continuum, ja, hier, siehe Raumschiff Entenscheiß, Staffel irgendwas, ne? Total spirituell, total. Irgendwie war er plötzlich aufgewacht, erwacht und in so einem geilen Stream, wo er irgendwie immer hin wollte und wo er immer wusste, dass da was zu holen war, plötzlich total gläubig und war wie geil. Ja, wie geil. Wie geil ein verdeckter Narzisst war das, ja, der sich an mein schillerndes Charisma und an meine starken Vorgaben rangehängt hatte und sich dann doberweise so dermaßen selbst in seinem Lovebombing verlaufen hatte, dass er da nicht mehr rauskam. Ich hatte mit Knäckebrot Martin nämlich nichts am Hut. Ich hatte mich aber total in Q verliebt. Und das war der, den ich immer gesucht hatte. Ja? Ja klar, der imitierte mich ja gerade aus Leibeskräften und fühlte sich total geil damit und ich dachte, ich hätte meine zweite Hälfte gefunden. Ah! Das ging ein paar Honeymoon-Wochen gut. Dann stellte ich aber dummerweise fest, dass von dem irgendwie nicht viel Neues in dem Gewerbe kam, sondern eher so gar nichts. Und vielmehr, dass er eigentlich immer den gleichen Sums verquaste und dass das dann rein zufällig auch gerade immer der Sums war, mit dem ich mich gerade geistig auseinandersetzte. Das war ein bisschen merkwürdig, fand ich. Und um ihn auch nicht zu belärmen oder zu belatschern oder zu irritieren oder um nicht so viel Raum einzunehmen, fuhr ich dann geistig mal ein bisschen zurück, um ihm, ne, the stage is yours. Hätte ich nicht machen sollen. Weil da fiel nämlich leider dann Täuschung und Wahrheit auseinander. Fuck, ey. Er begann panisch nach Strohhalm zu greifen, kriegte überhaupt nichts mehr zustande, spirituell gesehen, faselte nur noch Müll und es war, als wären immer zwei Leute an diesen Martin und Q. Aber keiner von denen war jemals mehr greifbar. Gruselig. Also haut er ab, um dem Desaster, dieser Peinlichkeit, endlich wieder zu entkommen. Auf der Rückseite von dem Mietvertrag, den er stilvoll, während der Arbeit am Telefon kurz gefickt hatte. Du, ist nichts Schlimmes, ich wollte dir nur kurz Bescheid geben. Also ich ziehe da doch nicht mit ein, ne? Hatte er gekrickelt. Alles wird gut, ich komme bald wieder. Du bist Q. Hä? Hä? Und nachdem alles vorbei war, suchte ich Antworten, brauchte ich Antworten. Ich war so kaputt, so zerschlagen und zerstört. Nichts ergab mir einen Sinn. Und nichts mehr würde jemals wieder einen Sinn ergeben, wenn das hier keinen Sinn ergab. Ich konnte mich nicht erholen. Dass das alles nur eine Blase war, ein Bläschen, das konnte nicht sein. Es war so groß, so viel. Er schwallte. Er wusste gar nicht, wovon er sprach. Das weiß ich heute. Ja, er hätte irgendwie nicht gewusst, wie sehr ich ihn geliebt hätte. Das tat ihm leid. Klar! Er hatte ja nur seine ganze Familie, sein ganzes Leben wegen mir verlassen, wollte mich heiraten. Nur zu logisch, nicht zu wissen, wie sehr ich ihn liebte. Nur zu logisch. Ja, und dann hätte ich ihn irgendwie an seine Frau erinnert und er wollte ja nur frei sein und irgendwie rumhüpfen. Und dann hatte er wieder schon in so eine Art Ehegefängnis gesteckt und das sei ihm irgendwie plötzlich aufgefallen, musste irgendwie raus und war wohl auch irgendwie ein bisschen überfordert irgendwie und nur Gelalle und Geschwalle. Und jedes Mal, wenn er ansetzte, trat die letzte Geschichte der ersten in den Hintern. Ja? Nichts gab jemals einen Sinn. Die Wahrheit hatte er schon längst aufgeschrieben. Du bist Q. Genau. Ich. Ich war Q. Aber nicht er. Und eines Tages, nach vielen Jahren, wo ich nur noch rein intellektuell war, hatten uns halt angefreundet, ne? Und hatten auch beruflich ein bisschen was zu tun.
Moment mal eben. Pinocchio! Silenzio! Ist da wieder eine Mücke falsch abgebogen? Er glaubt, er ist Verkehrspolizist, ne? Also aus schlechter Gewohnheit stocherte ich da intellektuell noch so ein bisschen rum. Irgendwie hat ein bisschen was getrunken. Und plötzlich platzte das aus dem raus, ja? Da war der gar nicht selber drauf gefasst. Das platzte so aus ihm raus, ne? So nach dem Motto so, ja gut, dieser Q war halt eine Luftnummer, ja. Ich wollte eben gefallen, ich wollte diesen ganzen geilen Stream behalten, ich wollte da reinkommen. Das war ein geiles Gefühl. Dann bist du so dermaßen auf diese Nummer aufgesprungen, bist du so dermaßen drauf abgefahren, dass ich da nicht mehr ungeschoren rauskomme. Okay, gut zu wissen. Eigentlich war ich schuld daran. Wenn ich ihn einfach nur hätte laufen lassen, wäre ich jetzt schon glücklich verheiratet. Ja? So viel mal zu, die wissen gar nicht, was die da immer machen. Und dann hat er sich nochmal verquatscht und das war viel fieser. Ja, nun, ich stehe nun mal auf kleine, blonde Frauen, die so ein bisschen dümmlich sind. Ach so, ich bin vieles und viele. Was ich nicht bin, ist blond, klein, ich bin nämlich fast 1,80 und dümmlich. Der hatte sich eine große, brünette, intellektuelle Frau gesucht. Und er hat eigentlich eine Pseudo-Identität als Papa-Schlumpf, ne? Der alles Erklärende, der Glättende, der Harmonisierende, der Allwissende, Papa-Schlumpf. Das war sein Selbstkonzept, das war Kontrolle. Dahinter konnte er sich narzisstisch verstecken und konnte sich seine Zufuhr immer abzapfen. Papa-Schlumpf rettet die kleine, blonde, dumme. Und so ist er auch gekommen. Der hat dann nochmal geheiratet. Sie hat einen kleinen Sohn. Das heißt, er hat sich dann seine verlassene Familie ein Stück weit zurückgeholt. Und sie war klein, blond, Konditorin und Russin. Das heißt, sie sprach nicht mal richtig Deutsch. Geil. Ja, und das war die ganze schäbige Erklärung für diese ganze schäbige Geschichte. Wisst ihr, wie ich meine? Ich war gar nicht in seinem Beuteschema. Der hat sich irgendwie gehypt, gepimpt. Den habe ich wie einen Ochsen aus seinem Eheschlick rausgezogen. Der hat sich von mir aus seiner Ehe rausziehen lassen, hat sich gehypt. Und dann, als er aus der Ehe draußen war und sagte, super, jetzt läuft die Scheidung, jetzt bin ich draußen, jetzt bin ich weg. Hätte ich allein ja nie geschafft. Jetzt hänge ich an der dran, aber die ist groß und dunkel und schlau. Und das ist gar nicht das, wenn ich jetzt nochmal von vorne anfange, dann mache ich es wenigstens richtig. Dann hole ich mir auch das, was ich haben will. Ne? Klein, blond, doof. Also wenn ich jetzt nochmal von vorne anfange, dann hole ich mir das ganze Paket. Das ist mir aber erst nach, Leute, ich glaube, 5 Jahren oder was, wirklich richtig vor Augen gestanden. Und ich, euch kann ich es ja sagen, ich habe diese Beziehung dann tatsächlich auch geschasst. Ich bin ausgestiegen. Ich habe mich weggeghostet. Und das überrascht jetzt nicht. Das hat er gar nicht gemerkt. Der hat mir nie nachgefasst. Ja? Ich bin einfach weggeghostet. Wir hatten so Verabredungen und dann bin ich aus den Verabredungen weggestorben mit so etwas faden Ausreden. Der hat nicht nachgefasst und irgendwann hat er auch nicht mehr nach einer Verabredung gefragt. Also, fragt Leute, die sich mit Narzissten und Narzissmus auskennen. Da kommen die Antworten, mit denen ihr arbeiten könnt. Und mit denen könnt ihr was anfangen. Und mit denen könnt ihr euch befreien, könnt abschließen, könnt weitergehen. Von dem Irren kommt nichts. Noch etwas gehört dazu. Viele von euch wollen die Neue warnen, die er sich ja nebenbei schon entweder oder kurz danach aufgegabelt hat, ne, oder aufgebaut hat. Ne. Der braucht ja einen Wirt. Und meistens, wenn er merkt, dass das zu Ende geht, fängt er ja schon an, sich was aufzubauen. Ne? Nicht machen. Die würde euch gar nicht glauben, denn der hat die im Lovebombing ja vollkommen unter die Knute genommen, der hat voll auf sie angelegt, der hat die Braut total besoffen gefaselt.
Ja, die ist völlig breit und die steht total auf ihn, wie ihr auf ihn gestanden habt, ja. Die ist genau in dem Zustand, in dem ihr wart. Und er würde alles abstreiten, er würde euch dämonisieren. Ihr seid eben nicht ganz dicht, ja. Darum hat er euch ja absingen müssen, wo er dann sagt: Ah, die Frau, oh, die hat mich die Wände hochgetrieben. Tag und Nacht war die nur irre. Und du siehst ja, was die da jetzt erzählt, ne? Du weißt, wie ich mit ihr umgehe. Du weißt, ich bin der Sahnebonbon im Sahnehimmel, ja. Und die erzählt dir jetzt hier, was ich gemacht haben soll. Also, die ist irre. Und er sagt: Die, ich glaube, das stimmt, ich glaube, die ist irre. Da kommt ihr nicht rein, da kommt ihr nicht durch. Die rettet ihr nicht. Die muss ihre Erfahrung selber machen. No Contact heißt No Contact in nichts, in gar nichts. Das geht euch nichts mehr an. Und nur nebenbei, wer hat übrigens euch vor dem gewarnt? Auch keiner, ne? Hättet ihr das geglaubt? Nein, oder? Nein. Nein, ich denke, zwei unter 100 hätten vielleicht mal gedacht, okay, ja, er ist schon ziemlich heftig. Ja, ich muss mal aufpassen. Aber 98 wären voll reingefallen. Es ist so. Das ist so, wenn man es nicht weiß. Tja, dann haben viele das Bedürfnis, sie möchten gern gehoovert werden. Ja, weil kann ja nicht sein, dass erst so ein Alarm gefeiert wird und mit Selbstmord gedroht und ein Drama jagt das nächste und dann ist plötzlich aus das Licht im Tunnel aus. Doch, so ist es. Ihr seid vom Spieltisch aufgestanden und der hat entweder nochmal müde nachgefasst oder hat mitgekriegt, dass das böse Spielchen endlich aufgeflogen ist und dass er da auch nichts mehr machen muss, weil es einfach vorbei ist. Der hat weder die Kraft, noch hat er Idee, noch hat er Kreativität, noch hat er Liebe, noch hat er ein Anliegen, irgendwas ernsthaft in Ordnung zu bringen oder überhaupt die Fähigkeit, die soziale Kompetenz, irgendwas wieder in Ordnung bringen zu können. Weil der hat ja gar nicht gecheckt, warum es kaputt gegangen ist. Der kann das ja gar nicht in Ordnung bringen. Das weiß der auch. Das ist ihm durch die Finger gerutscht. Ihr seid weg, weil irgendwie ist irgendwas gewesen und ihr seid irgendwie überspannt und irre und schizophren und irgendwie ist irgendwas, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ja. Welches welch? Weil von euch nichts mehr gekommen ist, konnte er nicht mehr reagieren. Kann man nichts machen. Und darum werdet ihr nicht gehuvert. Und das ist auch gut so. Ihr habt ihn doch verlassen oder wollt ihr selber ein kleines Drama an ihn fädeln? Seid bitte ehrlich. Habt ihr ihn verlassen, damit er euch zeigt, wie sehr er euch liebt? Ist doch ein Witz, oder? Das braucht ihr doch jetzt hier mit einem Psychopathen nicht machen. Ihr wartet darauf, weil ihr auch glaubt, so viel zurückzubekommen zu haben. Und das stimmt. Aber es ist leider eine geistige Fehlleistung, denn das sind Sunk Costs. Das haben wir verloren. Das ist verbucht. Das ist weg. Dafür können wir uns nichts mehr kaufen. Das ist abgesaugt. Das ist wie in ein schwarzes Loch gefallen. Und dann hat das schwarze Loch gerülpst und die Energie war weg. Es ist unfair. Ich weiß. Aber es ist leider die Wahrheit. Es ist weg. Was man in einen Narzissen investiert, geht in ein schwarzes Loch rein. Das ist nicht mehr da. Nie mehr rausholbar. Das wird nicht mehr beantwortet. Da kommt nichts mehr raus. Das ist verloren. Wir müssen gehen und sagen: Ich habe mal sowas von verloren. Anders kommen wir da nicht mehr raus. Da kommt nichts. Er hat nichts. Er hat nichts. Fasst nicht mehr nach. Wollt nichts mehr haben. Heilt euch. Und gelobt euch Besserung. Tut mir leid. Jetzt wollen wir uns noch ein bisschen amüsieren. Narzissmus im Alltag. Wir sind ja umgeben von den Dingern, ne? Die Vögel sind ja überall und man sollte eigentlich immer jederzeit gewappnet sein auf diese narzisstischen Handhabungen, dass man einfach relativ schnell sagt, dieser Kontakt geht gerade schief. Ich bleibe da nicht drin, ich gehe raus. Da ist nichts zu holen. Das kann eigentlich nicht besser werden als dieser GAU. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, wir waren Narzissten, wir sind ein kleines Trio, haben uns kennengelernt über das Thema Narzissten, da haben sich sechs Augen angeguckt und nur gesagt: Ja, endlich sind wir zusammen. Da haben wir auch 50 Jahre für gebraucht. Das war eine echt reife Leistung. Aber egal, wie geil. Und wir drei auf dem Flohmarkt, ne?
Könnt ihr euch vorstellen, oder? Wir waren heiser, wirklich, vor Lachen. Wir haben so viel gelacht, weil wir so heiter und fluffig waren. Der arme einzige Mann mit uns, der wollte unbedingt eine Suppenkelle haben. Am Ende hatte er drei. Und wir sagten schon in seinem Rucksack, er hätte da hinten die Kelly Family drin. Und er sagte, und sag nicht Kelle. Ich habe mehr Kellen, als ich in meinem ganzen Leben überhaupt hier angeguckt habe. Es war so geil. Und es ist so schön, wenn man unter Freunden ist. Es tut so gut. Tut so gut. Und wir waren Narzissten forschen. Das ist so geil. Unter Freunden auf Narzisstenjagd gehen. Mach das. Es ist so geil. Es war eine Versuchsreihe. Es war aus Versehen. Das war gar nicht geplant. Das passierte irgendwie so. Ja. Und jetzt schildern wir hier mal unsere Ergebnisse. Und ich kann sagen, Kontakte zu Narzissten verunglücken schon immer ganz früh an ganz charakteristischen Stellen. Das scheitert meistens daran, dass der Narzisst glaubt, Kritik gehört zu haben. Und dann schießt er entweder gegen oder geht aus dem Kontakt. Und an dieser Stelle verunglückt der Kontakt sofort. Darauf achten. Das ist der Moment, wo man sich zurücknehmen sollte und sagte, oh. Malefiz, da steht eine Kette weißer Steine auf dem Spielbrett. Da geht es nicht weiter. Und ich trete dagegen nicht an und fange nochmal an zu würfeln und versuche die irgendwie wegzuwürfeln. Nein, dreht um. Habt ihr verloren, die Punktreihe ist weg. Habt ihr die Punkte verloren. Geht, sucht euch einen anderen Weg. Sucht euch einen anderen Weg und sagt einfach nur Malefiz nochmal. Sagt man in Bayern. Das trägt man so in Bayern. Jo. Also der erste Fall war, eine Frau hatte auf Shabby Shade auf altgetrimmte kleine Bilderrahmen mit gestreiftem Hintergrund Knäufe aus Kristallplexi geschraubt. Das sah total nett aus, bestach aber auch durch seine, wie man in Sachsen sagt, Fipsischkeit, denn der Hintergrund war ja nur mit so vier windigen Spangen, das war ja ein Bilderrahmen, gehalten und eine Aufhängevorrichtung oder ein Loch gab es nicht. Ne? Das war halt einfach dieser Bilderrahmen ohne Aufhängung mit diesem Knauf. Wir vermuteten wohl, das sollte eine Art Garderobenhaken sein. Zwar hübsch und kreativ, aber dann irgendwie tatsächlich nur benutzbar, wenn man den also mit Patex kleben statt bohren an die Wand pappte. Ne? Anders hätte man das Ding gar nicht anhängen können. Schade eigentlich. Die Inhaberin kam angeschwebt und sagte hochnäsig, das haben Sie wohl schon gesehen, das sind Garderobehaken. Wir waren schon vom Produkt etwas genervt, weil das irgendwie so pompös und dabei aber irgendwie auch so Pseudo war, wisst ihr. Und ich sagte lächelnd, klar, wir haben hier ja alle Abitur, das haben wir natürlich schon ermittelt. Sie stutzte, machte einen kleinen Mund, drehte sich wortlos ab und entschwebte ohne einen weiteren Blick auf uns intellektuelle Mistviecher. Die wollte auch nichts mehr verkaufen, wir waren durch, wir waren absolut unten durch. Klassischer Fall einer narzisstischen Kränkung. Sie hatte ganz offensichtlich weder Humor, noch Wohlwollen, noch Abitur. Also eine Narzisstin reinsten Wassers, ne? Fühlte sich angepisst, dass wir ihr sagten, wir hätten Abitur und hätten das zwischen durchschaut. Da ist irgendwie alles verloren. Man muss das immer vergleichen. Ein normaler Mensch hätte jetzt gelacht und gesagt, super, die Dinger sind sowieso nur für Leute mit Abitur. Klappt also. Was kann ich für euch tun? Ist das so, oder? Ja, der zweite Fall war noch geiler. Das war eine ältere und eine jüngere Frau, ein hölzerner Garderobehaken als niedlicher Teddy. Aber ach, der Aufhängepinökel befand sich nicht im Nabel oder an der Stirn, sondern direkt zwischen seinen breiten Beinen, genau in der Mitte. Und das legte den Anblick einer prächtigen Erektion einfach nahe. Es tut mir leid. Ja, ich bin versaut, ich denke nur an das eine. Entschuldigung. Ich sagte, und er hatte auch einen kleinen Anzug an, also und war unten nackend. Also das ist aber sehr ungünstig angebracht, leider sehr ungünstig. Meine Leute bölkten sofort los. Die Inhaber wurden auf uns aufmerksam und ich zeigte meine Beute. Die junge Frau kicherte und sagte, ja, sehr ungünstig irgendwie, das stimmt schon. Die Alte zog das Gesicht zusammen, als wenn sie Kacke riecht und sagte,
missfällig und sehr, wirklich nur noch schwach um Freundlichkeit bemüht. Das ist jetzt aber nur Ihr Kopfkino. Und ich sagte bösartig, sicher, aber Fakt ist Fakt und das sehen Sie jetzt leider auch immer, wenn Sie es angucken. Sie zog den Mund noch enger und sagte wieder, Ihr Kopfkino eben. Und wendete sich ärgerlich ab. Klar, ich hatte Ihren süßen Teddy versaut mit meinem Kopfkino. Es war eine narzisstische Reaktion auf etwas Witziges. Und dort so völlig humorlos, unfroh oder ärgerlich zu reagieren, war sehr verdächtig. Das ist typisch Narzissmus. Klar, ich hatte Pimmelpaul ja nur gerade entlarvt, ja, und ihn ihr kaputt gemacht. Sie liebte Pimmelpaulchen. Da konnte sie natürlich jetzt nicht einsteigen und versuchte, meine Wahrheit einfach abzuwerten, so wie sie es halt immer machen, ja. Es sei eben keine Wahrheit, es sei eben nur mein persönliches Kopfkino. Übertrieben könnte man das interpretieren mit, ich sei also irre und sehe Dinge, die nur ich sehen könnte. Kranke Dinge, hässliche Dinge, Dinge, in die sie nicht einsteigen wollte. Möglicherweise wurde ihr auch gerade bewusst, dass sie selber Pimmelpaul vor über 20 Jahren ins Zimmer ihrer Tochter gehängt hatte. Auch das noch. Und das hatte ich ihrem narzisstischen Stream scheinbar gesagt. Guck mal, wie doof du bist. Das Ding kennst du seit einem Vierteljahrhundert und siehst nichts. Und ich gucke das einmal an und entdecke gleich mal Grüße aus Flensburg. Wie bist du denn drauf, bitte sag mal? Tja. Dritter Fall. Ein kleines altes Bild. Ich tändelte ewig rum mit dem Ding. Er glotzte und sagte aber nichts. Ich fragte also, kostet das 5 Euro? Ich überlegte, ob ich das Ding jetzt eigentlich wirklich brauchte und wo ich es denn wohl hintun würde. Da blaffte er mich schon an. Ja, Sie sagen aber auch nichts. Ich guckte ihn an. Ja, was sollte ich denn auch sagen? Ja, ein Preis. Und wie ich noch so denke, wieso ich den Preis von seinem Pissbild sagen soll, plärrte schon seine Frau von hinten. Das kostet aber 10 Euro, das hatten wir doch alle schon besprochen. Das winzige Bild fiel mir schlagartig aus der Hand. Ging's noch hier? Er guckte mich starrend an. Ja, jetzt sagen Sie halt auch mal was, Sie sagen ja nichts. Und ich sagte, mache ich. Wenn ihr euch schon nicht einig seid, was das Ding denn nun überhaupt kosten soll, werde ich mich da bestimmt nicht auch noch einstecken. Und tschüss. Ich meine, unter uns mal ernsthaft. Was hätte ich denn sagen sollen? 11? Allein schon der Umstand, dass er erwartete, dass ich den Preis für sein verficktes Bild sagen sollte, das sprach ja schon Bände. Klar, der wollte die Verantwortung nicht haben, wenn der Deal wegen seinem Preis schief ging. Ja, und sein Weib saß dann daneben und dampfte und abends gab es wieder keinen Sex, ne? Nicht mein Problem. Sowas macht mir keinen Spaß, ich gehe dann. Und meine Freundin, die sagte dann auch, boah, bei so einer Aktion, da hängt schon so viel miese Energie an dem Bild, das nimmst du dann alles mit, ne? Er verkauft sie dann für 4 und sie fachtet die ganze Zeit, ja, dass sie jetzt 6 Euro verloren hat, weil die wollte ja 10. Stimmt, da sollte man die Finger von lassen, das ist no good energy. Das stimmt. Und ich hatte auf dem Weihnachtsmarkt nochmal was erlebt. Ich meine, ich bin Provokationstherapeutin, ne? Das heißt, ich bin ziemlich flott unterwegs, immer so ein bisschen piefig, immer so ein bisschen stupsig, immer so ein bisschen provokant eben. Freundlich, respektvoll, aber provokant. Und ich fragte eine Frau auf dem Weihnachtsmarkt, Sie, ich habe ein Problem. Ich möchte Nonpareil-Kringel aufhängen. Nonpareil ist ein kompliziertes Wort, ich weiß. Das sind diese runden, welligen, meistens schon angelaufenen, billig dünnen Schokoplatten mit so hauptsächlich weißen und so ein paar bunten, ganz kleinen Zuckerperlen drauf. Und diese kleinen Zuckerperlen, die nennen sich Nonpareil. Ja, ich weiß nicht, da kosten irgendwie, 30 Stück 99 Cent oder so, ne, in so einer Reihe. Die haben jetzt nicht irgendwie einen dicken Geschmack, aber die kennt man seit der Kindheit, ne, und die kann man halt einfach hübsch aufhängen. So, und ich sagte ihr, ich möchte die gerne in einen Tannenbaum appliziert, aber mir fehlt das richtige Werkzeug. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann den Kringel frontal
an einen Ast rammen. Wenn es klappt, hält es. Sieht aber total scheiße aus. Sie verzog total schmerzvoll das Gesicht. Ich machte weiter. Oder ich kann irgendwelche wüsten Tüdelbänder nehmen, aber dann drehen sich diese Mistdinger alle auf schräg und sehen total bescheuert aus. Sie verzog noch mehr das Gesicht. Und jetzt kommen Sie ins Spiel, sagte ich. Meine Oma hatte so eine Art Sicherheitsnadeln aus Metall, mit denen hat sie diese und andere Beute am Baum fixiert. Ich weiß aber nicht, was genau das für Dinger sind. Und sie kriegte die fest zusammengepressten Lippen kaum wieder auf, als sie eng sagte, das waren Konfekthalter. Die heißen Konfekthalter. Mit Konfekthaltern macht man das. Mei. Mir ist bis heute unklar, ist schon ein paar Jahre her, mir ist bis heute unklar, wie man hier beleidigt und unfroh reagieren konnte. Ich meine, das ist doch eine geile Geschichte, oder? Die erzählt man zu Hause. Ich hatte eine Kundin, die sagte, sie würde ihre Nonpareil-Kringel frontal auf die Äste rammen und es würde total scheiße aussehen. Aber wahrscheinlich ist mit solchen Vögeln sowas nicht möglich. Ich hatte wahrscheinlich ihr heiliges Sortiment abgewertet und außerdem war ich blöd und kannte nicht einmal das wirklich eingängige Slangwort Konfekthalter. Ey Leute, was ist denn das für ein deutsches Kackwort? Konfekthalter. Man trinkt heute gar kein Konfekt mehr. Konfekt, wer sagt denn das noch? Für mich klang das total nach Loriot. Herr Heilmeckenreuter, der Nonpareille-Klingel liegt auf der Auslegware vor der Sitzgruppe. Ist doch wahr, oder? Belz. Ja, das waren meine Einlassungen zum Thema Tipps im Umgang mit Narzissten. Ich glaube, das waren jetzt irgendwie über 80 Minuten. Ich kann es einfach nicht lassen. Aber ich sage euch das. Ich hätte das jetzt in ungefähr zwischen 4 bis 6 kleine Streams verpacken können. Dann habe ich so richtig viele Streams. Das scheinen andere irgendwie zu machen. Jeden glasigen Gedanken, den die haben, stopfen die in einen Stream. Zu den Leuten gehöre ich dann irgendwie nicht, weil wenn ich was zu sagen habe, sage ich das, ich stecke das in einen Stream, dann haben wir das auch durch und sind fertig damit. Liebe Leins, ich habe euch lieb und wir sehen uns wieder, wenn mir mal wieder 40 Minuten einfallen. Tschüss.